Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walkaround. So, dann wollen wir doch mal weitermachen. Nämlich in ganz normalen Gefarme. Und ich habe mich entschieden, wir machen sogar nur bis 199. Ich kann währenddessen schon mal anfangen. Ich hatte mir dann überlegt, okay, ja, könnte doch eigentlich ganz cool werden, wenn wir dann einfach nochmal die 200. Folge nicht mit dem finalen Sheepsquatch-Hochstapler machen, sondern quasi dann das als 199. Folge, weil das steht auf jeden Fall an, also das werde ich jetzt deswegen nicht abbrechen, sondern einmal, wie hat sich der Charakter denn später weiterentwickelt, wenn ich ihn dann halt nochmal ein bisschen privat gespielt habe und so. Und ja, wie sieht's dann quasi bei ihm aus, wenn er dann mal wieder ein bisschen länger gesetzt ist, weil ich hätte schon Lust, den auf 500 hochzuziehen. So, 500 ist immer so meine Grenze, wo ich dann sag so, ja, da müssen wir einmal hin. Ich habe schon wieder verdünnte Stimpaks bei. Eieieiei. Weil 500 ist dann immer so meine Grenze, wo ich dann immer so sag so, jo, dann habe ich alle meine Perks so meistens ausgebaut. Bezüglich, dann werde ich auch nochmal gucken, dass hier nochmal die Rüstung so und so weiter nochmal ein bisschen spielbarer werden. Wie gesagt, jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum, spielbarere Waffen zu kriegen, spielbarere Rüstung zu bekommen und. Bezüglich an und für sich, jetzt fängt ja erst das Late Game an mit dem Gefarme. Also, es ist schon eine Weile da, eher so gesagt, ne? Weil, na, wir brauchen ja jetzt an und für sich jetzt nicht noch irgendeine, na, spezielle Sachen bräuchte ich schon noch, ja. Das kann ich ja jetzt nicht verneinen. Aber sie soll ja später dann auch schon ihre Waffen und ähnliches dann wiederbekommen und handeln, handhaben und mal gucken. Und ich bräuchte auch langsam das Lager. Ist arg viel Chaos im Magen. So, und ich habe eigentlich schon alle. Wir können ja wieder rausrennen, weil auf der einen Seite ist ja noch unser Zeug da. Das holen wir uns nochmal. Also auf der Werkstatt. Nee, aber ich denke mal, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann werde ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ich werde mir da jetzt keine Zeitlimit aufsetzen. Irgendwann, wenn sie dann mal 500 ist, dann mal ein Update-Video dazu bringen, was denn für ein Equip sie bis dato bekommen hat. Obwohl, 500 ist eigentlich auch kein wirklich hohes Level. Kommt je nach drauf an, wie viel Zeit ich da rein investiere. Das ist immer so die Sache, wie viel Zeit investiert man in das Ganze, wie viel nicht. Ne? Hey. Ist halt immer so die Sache. So. Kann man hier nochmal kurz die Werkstatt mit einnehmen? Zack. Haben wir sie. Aber vielleicht wäre das ja nochmal ganz interessant zu sehen, was aus dem Charakter dann geworden ist. Das Einzige, ich werde ihn dann halt nicht mehr ohne komplett First spielen. Das heißt, ich werde dann auch die Atomgegenstände benutzen. Ja, klar. Ist ja dann quasi privat. Habe ich ja eigentlich alles freigeschaltet. Das war ja dann eigentlich nur noch fürs Projekt. Das heißt, Kaffeemaschine und Co. wird dann halt auch mit hingestellt. Bezüglich auch das Camp wird nochmal ummodelliert. Das ist, besteht ja quasi nur aus Holz. Ah, ne, ich wollte da nicht markieren. Ich wollte da hin. Auf in die Lüfte ist immer schön. Wir haben zwar noch ein bisschen Brandbestienhirn, aber kann man immer gebrauchen. Nee, aber so jetzt erstmal der Plan. Das wäre es genau nach 199 hört das auf und irgendwann gibt es dann mal ein Update dazu. Mal gucken. So. Das heißt, ich habe jetzt eine Folge weniger, wo ich noch eine Chance habe auf was. Ist zwar blöd, aber kann ich halt nicht ändern.
Die ist aber richtig weit geflogen. Ich sehe gerade, ich bin schon wieder durstig ohne Ende. Mal trinken. Ah, bin ich mal gespannt. Ob jetzt nochmal was Anständiges bei rumkommt oder eher nicht so. Ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen. Eine Vampir-Heavy-Waffe. Am besten sowas wie Minigun mit Explo in Vampir-Version. Dritter Stern ist mir egal. Kann auch nur zwei Sterne sein. Würde schon reichen. Ein Doppelschuss-Granatwerfer. Ah. Wäre natürlich auch schön. Ein Granatwerfer schon am besten im Doppelschuss. Wir haben zwar einen, aber der ist nicht so der Burner. Nahkampfschaden und Co. Vielleicht haben wir da noch Glück auf was Besseres. Am besten wäre natürlich der Nuka-Werfer. Den kann man ja einfach herstellen. Aus der letzten Season. Also aus der Season 11. Aber wäre eigentlich so ein bisschen gegen die Regel. Aber den könnte ich schon gut gebrauchen. Naja, mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Gold farmen, weil wir sind ja immer noch nicht ganz up to date. So, kannst nicht aufhören? Mit was kannst du nicht aufhören? Dass eine Brandbestie da oben ist? Nur das weiß ich auch so. Nun lass dich anwatzen. So. Ah, ich mag vierfach Gleisgewehr. Ist schon schön. Ich habe jetzt auch nochmal den Reststrahl rausgeholt. Hab den jetzt nochmal in Gleisbolzen umgewandelt, weil wir jetzt ja auch endlich mal einen richtigen Abnehmer dafür haben. Das vorige hat halt immer noch ein bisschen mehr Plus gefahren. Na gut, hier ist jetzt nur ein Gleisbolzen drin, aber naja, mal gucken. So, Supermutanten, erste Welle. Na denn? Aber erstmal kommt eine legendäre. Da setze ich mich sogar für in die Hocke. Ja, auf dich darf ich noch nicht schießen. Zack, bevor sie sich regeneriert. Ja, es ist schon schön, wenn man genug Intelligenz endlich mal hat. Lack endlich mal hat jetzt. Intelligenz. Jetzt krieg ich noch ein Anti-Rüstungs-Gleisgewehr. Ja, ich weiß, Gleisgewehre sind cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die cool. Aber da kommt die nächste. Das ist auch wieder legendär. Du möchtest mir noch mal ein bisschen legendären Stuff schenken? Kein Problem. Komm her. Du kriegst dann volle 40 Bolzen. Das ist mir doch wurscht. Ein Schlagring. Na gut. What? Hier gibt's kein Wah. Wir haben schon wieder. Das habe ich jetzt nur mit diesem Gleisgewehr hier, was ich gekauft habe. Das habe ich mit noch keinem anderen geschafft. Vielleicht ein neuer Gleisgewehr-Bug. Gut, ist nicht so schlimm. Stört jetzt auch nicht. Sieht halt nur ein bisschen weird aus. Mein Gott. Das ist jetzt nicht die Welt. Und ich glaube, bei der renne ich sogar aus dem Event raus. So weit, wie die geflogen ist. Na, ich bin noch gerade so drin. Aber hier können wir nämlich auch gleich kochen. So, haben wir nochmal ein bisschen EP gekriegt. So, was einmal kurz erschossen. Oh, kommt noch einer. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo sie hingeflogen ist. Verdammt. Es bewegt sich noch.
Es lebt! Es lebt! Es bewegt sich noch. Okay, eine Brandbestie habe ich zwar abgeschossen, nur die EP erhalten jetzt. Suchen, naja. So, Brandbestien Steak, Lunge, Leuchtendes, Schlingeinsel rein und hier gibt es nochmal Glück for free. Ne, passt das doch. Gut, Befreierhorde, das Moor. Mm, ja, das können wir auch nochmal mitnehmen. Das könnte vielleicht ein Vampir-Flammenwerfer sein mit höherer Feuerrate. Mm. 25% mehr Schaden, wenn du ziehst, nämlich auch. Also ich bin da nicht so wählerisch. Mir würde ja ein Vampir-Flammenwerfer schon alleine ausreichen. Ohne irgendwas. Da hinten? Nee. Der Richtung? Oh, ungefähr in der hier. Auf das O hinzu. Ach, da ist er. So, ist nachgeladen. Da hinten ist er. Jetzt hat er sich nochmal ein Stück teleportiert. Kein Problem. Dann nehmen wir hier erstmal ein paar kleinere mit. Oh. Da muss man aufpassen, wenn die AP leer sind. So. Ein Kammerjägers-Granatenwerfer mit so Feuer. Das war eine Explosion des Legendären. Na gut, machen wir kurz einmal neu spawnen. Bin hier aber am Arsch der Welt. Jetzt muss ich da nochmal hinspawnen. Hinlaufen. Hinspawnen, ja. Wäre schön. Das ist halt, weil ich noch kein Feuerfest drin habe. Da sind sämtliche Explosionen halt ein bisschen stärker. Achso, da. Wird halt Zeit, dass ich da ein Enduens vollgehe, damit ich dann da wenigstens Feuerfest wieder reinpacken kann. Bezüglich, ich muss ja auch noch Agility hochskillen, damit ich dann da die Punkte dann auch nochmal in Enduens packen kann. Ist für Blutbefleckt für Blutbefleckt ist es halt wichtig, wenn man halt genug Enduens hat, also in dem Fall Ausdauer. Weil das gibt halt mehr Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte sind halt dementsprechend auch wichtig, ne? So, jetzt bin ich aber umgefallen. Jetzt habe ich bestimmt nicht mehr Hirsch und Co. drin, ne? Doch, habe ich noch. Hab ich noch, aber das reicht nicht. Ich habe schon zu viel aufgehoben. Wie viel sind wir dann drüber? An und für sich nicht so viel. Ich kann hier das einfach mit einem Maya Magic austarieren. Und kann dann halt nochmal schnell nach Hause. Brauche ich jetzt nirgends, wo mich jetzt hinschleifen. Und dann kann ich da einfach kaputt machen. Das ist ja. Das sind bestimmt die ganzen Flügel wieder. Brandbestienknochen und alles. Aber wie gesagt, Maya Magic und das gute Tragkapazitätsbooster, da kann man richtig viel mit noch anstellen, falls man mal überladen ist. Na gut, Powerrüstung hier. Da war ja schon wieder einiges. Jetzt haben wir auch wieder Stahl in der Kiste. Trotzdem verhauen wir nochmal oder verheizen nochmal den Rest Stahl. Gut, ne, den Jäger brauchen wir nicht. Big Maw, da sollen wir nochmal was machen. Und da Sendereichweite. Na gut, das hier ist für Beckett. Müssen wir jetzt langsam mal zusehen hier. Was wir da Schönes kriegen. So, welchen soll ich denn jetzt umbringen? Die hier draußen oder die da unten? Könnten halt auch die da unten sein. Ach ja, ich habe ja keine anderen Sachen mit. So. Das heißt, ich brauche ein paar gute Würfe.
So. War jetzt dabei? Irgendwas ist hier noch. Das ist sogar ein bissiger. Was soll der denn sein? Hängt der hier irgendwo zwischen? Noch. Ach, jetzt. Jetzt haben wir ihn. Na gut. Na gut. Jetzt haben wir ihn gekriegt. Das heißt, jetzt gehen wir nochmal in die Sendereichweite. Und in einer Minute haben wir dann auch schon wieder den nächsten Ausnahmezustand. Umschwärmt, cool. Dann hole ich mir hier mal kurz den Bären. Und das ist immer ein bisschen Säure. Gut. Und dann... Ja, sollte ich mal das Radio einschalten, dann würde ich es bestimmt ein bisschen besser finden. Ah, ich sehe sie schon. Das hat mich noch nie in den Stich gelassen. Weil könnten jetzt hier sein oder halt hinten... Bei dem Tower da. Aber man sieht sie ja schon. Das sind Raider. So. Das nehmen wir einmal kurz mit. Dann einmal schnell noch umschwärmt. Mal gut, dass ich mir noch nicht die restliche Strahlung wieder reingedrückt habe. Denn ich habe auch keinen Aquaboy drin. Weil halt zu wenig Endurance. Also Ausdauer. Ja, aber das kommt halt alles erst mit den höheren Leveln. Das Leveln ist jetzt kein Thema. Ich denke mal, wenn man sich gut dran setzt, mit Lunchboxen und Co. spielt, ich werde dann, glaube ich, hier auch auf Pflanzenfresser nochmal umwechseln. Dann wird's interessant. Und, okay. Da lacht noch ein bisschen was. Da lag noch ein bisschen was. Das heißt, es war hier schon mal umschwärmt. Aber jetzt ist es auch besser, hier mit dem Gleisgewehr zu arbeiten. Aber da war ja jetzt aber ein bisschen wenig. Bestimmt da, wo geschreddert hat, umschwärmt gewesen. Bestimmt da Alex gemacht. Hat aber nicht gelootet. Oh, Alex. Da gibt's nochmal Ärger. Ach, nee, dieses böse Gift. Ich wollte gerade auf Nerdwood springen hier, mein Freund. So, töte alle Mylurks abgeschlossen, töte den Anführer. Jetzt. Putz, putz, putz. Ja, ist schon im Wasser. Das Problem ist, man kann ihn dann auch nicht mehr richtig anwatzen. Bis er irgendwie am Land ist. Und der ist ja halt auch noch der kleine Boss da. Jetzt bleibt er auch noch im Wasser. Komm raus da. Ich hab nicht ewig Zeit. Ne, auf der 1 habe ich das. Denn... Spielt man Watzbild und das Vieh ist die ganze Zeit unter Wasser. So, dann wirst du einfach eliminiert. Ah. So, dann nehmen wir hier einmal kurz alle mit. Jetzt muss ich noch auf die jeweiligen Seiten gehen. Wir liegen ja auch nochmal. Einmal alles mitnehmen. Wunderbar. Killers Maschinenpistole. Ah, nee. Auch wenn plus Schaden gegen Menschen ja nicht gleich heißt PvP mehr. Das war ja damals nur für PvP gedacht. Ist das halt jetzt so... weiß ich nicht. Also so viele Menschen Gegner. Dann nehme ich lieber eine Junkie, eine Blutbefleckte, eine Anti-Rüstung.
Sowas in der Richtung. Oder Berserker oder, ne? Da habe ich irgendwie mehr von. Killer ist mir immer zu spezifisch. Also die spezifischen Perks sind mir manchmal so... muss nicht sein. Wenn man nichts Besseres hat, natürlich nimmt man das. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man, wenn man nichts anderes hat, dann nicht damit spielen sollte. Darum geht's ja nicht. Ne? Also wenn man jetzt hier einen Ghoul tötet, das als Beispiel Gleisgewehr, wir haben jetzt auch ein Gourmet genommen, das hat auch nur 25, ist zwar ne, neutral, aber trotzdem. Das ist dann halt immer so die Sache so, ja, ich versuche mir dann natürlich ein besseres zu besorgen, womit ich persönlich besser umgehen kann. Wie zum Beispiel jetzt bei dem Gleisgewehr, ich bin jetzt von einem 3-Sterne auf ein 1-Sterne-Gleisgewehr umgeschaltet, weil vierfach für mich auf ein Gleisgewehr sinnvoller ist. Weil gerade jetzt hier auch, ich muss die Gleisbolzen loswerden, es geht nicht anders. Du hast den Verräter also gefunden. Weil sonst zu schwer. Wir haben ja nicht endlos Platz in der Kiste. Und es spielt sich halt auch ein bisschen flüssiger. Ne? Also auch jetzt hier mit weniger Wattskosten habe ich ja auch verschmäht, kann man sagen. Weil man es eigentlich nicht braucht. Das sind halt immer so, ja, man kann es benutzen, man muss es aber nicht. Jetzt. Das ist halt so die Spielerfahrung, die man sich dann mit der Zeit einfach so zulegt. Ich nehme mal. Aber naja, gut. Tja, ich lege man muss halt öfters mal ausprobieren. Oder man sollte auch gerade im Fallout öfters mal ausprobieren. Wie ist Waffe XY? Kann ich vielleicht das mit den Mods hernehmen? Kann ich das irgendwie anders erreichen, mein Ziel? Das ist halt immer so die Sache... Ja, deswegen, viele Wege führen nach Rom, ne? Es gibt nicht nur einen Weg immer in Fallout, sondern es gibt halt mehrere Wege. Es gibt ja auch nicht nur eine einzige Waffe. Und dann heißt es, ja, die ist Meta. Sondern es kommt dann immer auch noch auf die Person selbst drauf an, die dann sagt, ja gut, ich brauche mehr AP oder nee, ich ignoriere hier den ganzen Watzkram, ich brauche mehr Schaden. Ne? Es ist halt, wie gesagt... Jeder hat sein eigenes Steckenpferd, jeder hat seine eigene Sache, wie er es angehen möchte. Ist eine Schnapsflasche, ich dachte schon, das ist eine Cola. So, Spende Foundation. Ich glaub's nicht, das ging aber heute. Gleich beim ersten Mal wieder. Dann sind die nächsten 10 Mal wieder nicht machbar. So. Ganz nervösen Finger, ich schieße ihn ständig in den Kopf. Ist das schlimm? So, jetzt holen wir uns nochmal die restlichen Staatsanleihen, dann dürfte ich eigentlich auch wieder genug Gold haben, um... Ich müsste mal gucken, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Ich komme durch die ganzen Charaktere schon langsam so ein bisschen durcheinander. Aber zum Glück kann man ja nachgucken, ne? Man muss es ja nicht auswendig wissen, wenn man weiß, wo es steht. Ganz einfache Sache. Weil auch ich weiß nicht immer alles hundertprozentig aus dem Kopf, was in Fallout ist, abgeht und ähnliches. Das kann man gar nicht. Das sollte man, glaube ich, auch nicht tun. Das sind... So. Oh, das hier. Ja, für meine Tapferkeit werde ich auch noch belohnt. Gut, jetzt haben wir noch eine. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell fertig gewesen, oder? Dann kann ich ja vielleicht nochmal gucken. Nee, ich glaube, das schiebe ich dann auf die nächste Folge. Dann weiß ich ganz genau, was ich brauche und was nicht. Wir wollen es ja jetzt ja auch nicht in die Länge ziehen und so, ne? Aber ein Stüfchen kriegen wir noch hin. Haha. Ich mag die dicken Quests, dann gehen immer relativ zuckig. Danke, das. So. Verstanden. Gut. Auch das ist soweit fertig. Dann können wir jetzt hier nochmal klein machen. Oh, fürs Radiumgewehr. Sehr schön. Gut, und wieder reinstopfen. Ich habe ja noch Platz in der Kiste. Haha. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.